Die Regionalliga West. Alle Spiele nur bei Sport Total. Wird präsentiert von Schau ins Land Reisen. Oh, Schiedsrichter Lukas Koch zählt nochmal durch. Guckt, ob alles stimmt. Da ist der Anpfiff. Willkommen zum vierten Spieltag der Regionalliga West zwischen den beiden U23-Mannschaften von Borussia Mönchengladbach und dem FC Schalke 04. So viel eben auch nochmal zur Aufstellung vom Schalke 04. Borussia Mönchengladbach wieder dabei. Oh, das ist ein Fehlpass. Jetzt der Versuch. Und da ist das. 1:0, das hat man gar nicht erwartet. Riesenbock da in der Abwehr von Schalke 04. Das darf doch nicht sein. Das darf doch nicht wahr sein. Was ist denn da gerade passiert? Und das ist natürlich jetzt interessant. Nachdem sich Gladbach im letzten Spiel einen Riesenbock geleistet hat, passiert dasselbe Ding hier auf der anderen Seite. Riesenabwehrfehler bei Schalke. Und Gladbach nutzt das eiskalt aus. Ja, und gut, das zweite Tor ist ein blöder Rückpass gewesen, den Olchowski dann nicht mehr verarbeiten konnte. Auch mit dem Druck da ist was ganz anderes, hier heute zu spielen vor vielleicht 200 bis 300 Zuschauern als vor 16.000 am Tivoli. Und ja, da war es das Eigentor. Und was ist das denn? Da sieht Olchowski gar nicht gut aus, aber da ist auch die Abwehr nicht gut. Da kommt kein Druck und da ist es auf einmal das 1:1. Hier im Grenzlandstadion. Das kam völlig aus dem Nichts. Der Ausgleich. Hier in der 18. Spielminute. Das ist Nummer 13, Niklas Kassel, unfassbar. Neuer Spielstand 1:1. Schnittstellen werden sehr oft gesehen. Jetzt Auge auf die Hintermannschaft bei Gladbach. Steven van der Sloot mit der Flanke. Und der ist unfassbar schön von Steven van der Sloot gespielt worden. Feiert sich da zu Recht selber. Der Ball ist unfassbar schön, die Flanke. Und den nimmt, glaube ich, jeder Stürmer. Danke für den Kopfball. Und Jan Olchowski auch gar keine Chance da aus 5-6 Metern den Kopfball noch abzuwehren. Die Gäste aus Gelsenkirchen gehen in Führung. Und auf einmal steht 2:1. Einwurf Schalke. Was macht Schalke jetzt mit dem Einwurf? Vielleicht mal die Idee weit raus. Und wenn der jetzt durchkommt, dann wird das ganz schnell gefährlich. Und das ist wunderschön gemacht. 1-Dribbling. 3:1 für Schalke. Wunderschöne Solo-Aktion da. Und ha, so kann man doch mal ein Tor feiern. So kann man auch mal in eine zweite Hälfte reinstarten. 3:1 für Schalke in der 47. Minute. Niklas Castelle, damit mit seinem dritten Tor in der Regionalliga West. Eins hat er vorm Spiel, zwei hat er hier jetzt schon in dem Spiel. Damit ja, bei seiner eigenen Mannschaft aktuell Torschützenkönig. Und Asalari bringt den rein, bringt den gut und setzt das Ding. Dann rein, die Gladbacher verkürzen auf 3:2 nach einer wirklichen Traumflanke über diesen Freistoß von Kustrim Asalari. Ganz gesehen habe ich noch nicht, wer das Tor dann am Ende gemacht hat, aber da ist Sekeren chancenlos für mich. Oh, und auf einmal ist es nur noch ein Tor. Und das ist was Asalari auch kann. Und neben Telalovic gibt es natürlich eigentlich auch bei Schalke einen großen Namen, Keke Topp, der aber heute nicht dabei ist. Keke Topp hat ja zuletzt bei den Schalkern, bei den der Knappenschmiede für Aufmerksamkeit gesorgt. Oh, das ist ein schöner Ball hinter die Kette. Überlupft und es ist eiskalt. Und kurz nach dem Telalovic-Wechsel ist hier noch ein Dämpfer obendrauf und Schalke erhöht auf ein 4:2. Keine Chance für Olchowski bei diesem Heber über den Torwart. Und da ärgert er sich. Das ist Frust, den ich im Gesicht sehe. Ja, und was will man machen? 4:2. Damit sind wir beim Stand, den die Schalker 11 auch gegen die eigene erste Mannschaft erreicht hat in einem Testspiel am Dienstag. Telalovic
macht das gut. Tilalovic macht das sehr gut. Und jetzt ist mal vielleicht die Möglichkeit da. Tilalovic kriegt wenig Druck, kriegt nicht viel Druck. Tilalovic! Und was ist das für ein Tor? Und wie er den macht mit links. Unfassbar. Und das ist das, was ich gerade noch gesagt habe. Der Mann ist torgefährlich. Anschlusstreffer für Gladbach. Wow! Was ein Tor! Was eine Einzelleistung von Semir Tilalovic. Zeigt dir wieder einmal, dass der auf jeden Fall Ambitionen für mehr hat. Einfach nur wow! Warten auf die Ausführung. Wow, kurzer Ball. Gefährlich, der kann gefährlich werden. Und da steht Gamama sowas von goldrichtig, die Schalker Offensive. Olchowski sieht da für meine Verhältnisse gar nicht gut aus. Und damit ist 5:3 und wir haben wieder einmal ein torreiches Spiel zwischen Schalke und Gladbach. Tor für die Gäste aus Gelsenkirchen erfolgreich zum 5:3, die Nummer 17, Yannick Tonje. Nicht mehr so lang dauern. Ah, Lasogga, die Ruhe weg hier beim Kopfball. Tonje findet nochmal wen vorne. Wow, da, der Deckel ist drauf. Der Deckel ist drauf. Schalke macht das 6:3. Damit haben wir 9 Tore voll hier. Und ja, Geschlagenheit bei den Gladbachern. Zufriedenheit auf Schalker Seite. Willi Landgraf gibt da schon mal die Jacke rüber und schlägt bei seiner Bank ab. Ja, und das sind natürlich jetzt hängende Köpfe. Das ist ja schon mal der erste Hoffnungsfunken bei Schalke. Mit dem die Partie nämlich jetzt auch hier endet. Schiedsrichter pfeift das Spiel ab. 6:3 endet die Partie zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Schalke 04 der jeweiligen Zweitvertretung.